Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Aktuell waschen wir unseren Traktor mit Anhänger und für die Gärreste ausbringen, ne? Größte Rät, was wir haben. Und das fahren wir jetzt in der hier in der Halle unterstand. Und den Traktor fahren wir in die Garage. Nebenbei sehen wir noch Sonnenblumen aus Feld Nummer 60 aus. Außer jedenfalls, ne? Vorhin hat er mal ganz kurz woanders getanzt, ne? Er war hier. Aber jetzt fährt er wieder da. Man muss halt die Jungs abends immer ein Auge behalten, ne? Und machen die, was die wollen, ne? Ich fand gerade im Kurs, dass der Franz irgendwie, ne? Also, war er den Knoten eingefahren, keine Ahnung. Wie er so ist, ne? Aber Kontrolle ist gut. Sonst wird das nichts, ne? So. Ey, komm mal ab hier. Gewicht. Anrolli abstellen. So. Aber ganz wichtig, nur den ganz Anhänger, nicht hier das Gestell da lassen für Gülle ausbringen, ne? Ich glaube, man kann auch noch mit dem Gerät noch entsprechend mit einem Zusatzgeräten einstellen, dass jetzt auch geht, anfangen und fertigen. Ja, das geht nicht. Die Beule reinfahren, das kann man machen, ne? Hier ist ein Traktor und Klacks, ne? So, wieder raus, rückwärts. Und zu. So, dann holen wir unser Gerät mal ab, ne? Unseren schönen neuen. Ja. Ach, da haben wir noch zu stehen. Na ja, gut, können wir auch noch holen. So. Ja, die werden hier Gras mähen und das entsprechend mal sehen. Vielleicht machen wir auch Heu. Großes Ziel. Wenn das Wetter passt. Also aktuell ist für Wetter, für Heu nur noch nichts. Die Lage können wir gut machen, aber wie gesagt, vorrangig erstmal Heu. Und dann sehen wir weiter. Also dann, zweite Mart können wir ja die Lage machen. Und die erste Mart machen wir Heu. Für unsere vielen Rinder, die kriegen natürlich bestes Heu. Und dazu müssen wir noch ein bisschen warten, bis es zumindest im Sommer wird. Oder zweiten Frühlingstag. Aktuell, oh, ist doch trocken jetzt. Dann müssen wir noch sehen, ob wir ein bisschen Holz verkauft kriegen, ne? Ab nächste Aufgabe. Und 43 ungewohnt, ne? LKW mit 85, ne? Aber gut, was soll's. Geht doch alles, ne? Hier wird auch nichts ausgesät. Ja, 13 Meter Arbeitsbreite, das schafft schon was, ne? Was schade ist, dass wir damit nur Gras mähen können, ne? Ja, das ist der Gewinn von den Tieren, ne? Von unseren Mastrindern, ne? Die hatten wir ja ein Jahr gehabt und dann verkauft. Ich muss dazu sagen, unsere Kälber werden wir länger brauchen, weil die sind ja jetzt bei 0 und bei Mastrinder hatten wir bei 0,8 gekauft, ne? Dafür werden wir auch entsprechend mehr Geld verdienen für die Kälber, weil wenn wir die unsere Bullen verkaufen, dann sind die ja haben wir den Einkaufspreis nicht bezahlen müssen, ne? Da haben wir ja 2000 oben, ne? Wo die Holsteine als Mast, als Fleischrinder nicht so viel bringen würden, aber schauen wir mal, ne? Was wir kriegen wir dafür? Nehmen wir das auf. Wir brauchen ja Kälber für die Milch, sonst wird das nichts. Ein paar Muttertiere haben wir schon bekommen. Ich glaube, die 17 Tiere haben wir jetzt schon kalt gekriegt.
grob geschätzt die Anzahl. Und das wären jetzt Tag zu Tag mehr. Also ich habe jetzt mal 3 Anhänger neue Kühe gekauft, die werden nächstes Jahr entsprechend nach und nach auch in den Kälber kriegen. Und natürlich kriegen auch die Kühe dann Kälber, die jetzt aktuell jetzt auch schon gekriegt haben. Ne? Also das nach und nach kommt dann alles. Auch der Baum ist grün geworden, obwohl er schon gefällt ist. Im Grunde könnte man sehen, dass immer beide Schienen Schnee. Guck da Schnee. Überfahren. Ups. Ja, dann könnte man auch Gülle verkaufen, ne? Wo Gülle werden wir so viel nicht kriegen. Jetzt aktuell, die paar Kälber werden nicht so viel. Ne, da wird nicht so viel kommen. Höchstens der Rest von der von den Bohlen, ne, das könnte ich sagen. Wir fahren jetzt in den Wald und werden entsprechend uns da Bäume aufladen. Später werden wir den Rest unten wegfräsen. So nach und nach kriegen wir das hier auch eine Reihe. Auch mit 3 Tagen kommt man gut zurecht. Man muss nur entsprechend gucken, man tagt über nicht auf 5 Spiel, sondern auf 1. Aber nachts hat man dann die 3 Nächte, wo man auf 30 spielen könnte. Und wir haben dafür keine 6 Nächte. Ne? Und sobald die Aussaat fertig ist, gehen wir hoch auf 5, so oder so. Das ist dann kein Problem. Den fahren wir da drüben rein. Oder hier in der Ecke. Wir haben zu viel ausgestellt. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir zu wenig haben, ne? Hat sich in der Wand festgehalten. Ja. Was geht? Zu weit? Ah. Wie hat das funktioniert? Oh. Ein bisschen weiterfahren, Junge. Ein bisschen weiterfahren. Das sieht uns so blöd aus. So schnell raus. Und so, so besser. So. LKW brauchen wir. LKW. Nur mal ganz kurz gucken. Die sind gut versorgt. Bestens. Die sind auch gut versorgt. Oh. Da haben wir jetzt sauber gemacht. Okay, das ist keine Anzeige da, weil keine Tiere drin sind, aber da sollen dann die männlichen Tiere reinkommen, ne? Und da haben wir keine. Hier ist drin Wasser vom Regen, ne? Wird auch nicht abgeholt, hier lange bestellt. Ich zahle jetzt keine Standgebühr für. Den lassen wir hier stehen, weil wir müssen ja irgendwann die Kälber hier abholen. Beziehungsweise ja, wegfahren an den Stall. So, wir brauchen den Forstanhänger. Den haben wir, ach, den haben wir ja schon. Den haben wir ja schon. Der hat Kollision, ne? Ja, den haben wir schon zu stehen. Stand ja mal im Wege, ne? Jetzt werden wir den mal ganz kurz nutzen. Mit der Gülle alt ja nicht, ne? So. Ja, nur große Kälber geworden, ne? Ja gut.
Ist halt so, ne? So, mal gucken, wo wir aufladen können. Noch wächst ja nichts, noch können wir keinen Schaden machen, Anführungszeichen. Aber das dauert nicht mehr lange. Morgen ist bestimmt gerade gewachsen. So. Der Baum zittert. Aufladen beenden, weil sonst knallt er wieder durcheinander, ne? Und das ist schlecht für die zweite Ladung. Also ich möchte ja möglichst voll bekommen, ne? Möglichst. Oder so ein Baumstamm, das ist gut. Deswegen wir sind ja nicht vorher weggenommen werden, ne? Und gleich die nächsten beiden, drei nehmen da vorne. Irgendwann stellt er sich automatisch um den hinteren Bike. Und genau richtig. Alles an. So. Jeder rein noch. Jetzt muss ich mal gucken in der Beschreibung. Numero Pet. Punkt. Jetzt haben schon zwei. Wieder passt. Machen die ersten mal fest. Hätten wir zwar auch schon Bänder gezogen, aber. Gut, das war nicht. Mit Absicht, dass er aufladen soll gleich. Das war ein bisschen vorgesehen von mir. Sollte immer erst zum Stehen kommen. Gucken, dass wir gut durchkommen. Also LKW ist leider nicht so ideal für so eine Waldarbeiten, ne? Weil da liegt ganz gerne mal auf am Baumstumpf, ne? Das ist ungünstig. Da müssen wir näher sehen, dass wir erstmal Mal die Fräse nehmen und ein paar Dinge wegfräsen. Dann wird es ein bisschen leichter. Nehmen wir die Pan auf dem Weg noch mit. Und dann geht das schon.
von der Straße räumen, ne? Kann er sich beschwert hier. Ah, oh, siehst du. Und da haben wir alle. Oh, 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 oh. Wird schwierig, aber gut, es geht. Wie gesagt, die Länge ist ein bisschen sehr, sehr ungelenkt, ne? Also. So, mal zu schnell fahren. 19 Tonnen. Das muss mehr sein. Das muss mehr sein. Schon wieder 18 Uhr. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Wir werden noch eine Uhr gedreht. Oh, morgen früh Frühschicht, das ist schlimm. Aber dass ich heute Nacht gut einschlafen werde. Letztes Mal zum Nachtschicht, da war ich ja, zum Frühschicht war ich ja ganz, ganz spät eingeschlafen. Oh, jetzt zieht er rein. Da war ich richtig geredet. Am nächsten Tag, ja. Hat immer nichts gemacht, ne? Mache ich normalerweise bearbeiten und so Zeug alles, ne? Aber den Augenblick war ich froh, dass ich ins Bett kam, ne? So. So, ich wollte mich in die umfallen, das nächste Problem. Ich habe die Anhänger ein bisschen muss ich mal schauen, dass ich am besten ein bisschen reingefahren komme. Ne? Länge ist das Problem. Ne? Und da ist das ein bisschen uneben. So. Ob wir hier reinkommen, weiß ich nicht genau. Mal schauen. Wird eng. Wer hat da den Zaun hingestellt? Ein bisschen, es geht irgendwie, es geht schon. Ich will da nicht umfallen, ne? Das ist das Hauptproblem, ne? So. Schauen wir mal, was wir aufkriegen, ne? Gut, da sind drei drauf. Dann haben wir fast 90.000 verdient. Ist gut. Naja, gut. Und dazu sagen, Holz ist ja auch bei Seasons, wächst ja lange, ne? Obwohl es normalerweise, wenn man genau nimmt, auch noch recht kurz ist, ne? B. Das wollte ich wieder richten, das ist besser für die langen Bäume. Der Hänger ist ein bisschen ungünstig, ne? Also aber wir werden hier nichts ändern können, ne? So, da haben wir wieder, können wir zurückfahren, ne? Und bald überzogen. So, liebe Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao, ciao. Ja, es geht mal weiter. Tschüss.